Eine Reitergruppe macht Halt am Fluss. Völlig unbemerkt kämpfen nur wenige Meter entfernt die kleinen Bachschildkröten um den besten Sonnenplatz. Nun ja, kämpfen ist etwas übertrieben. Diese Relikte aus der Urzeit lassen es gemächlich angehen. Es ist eher ein Hin- und Hergeschiebe. Sie teilen sich den Lebensraum mit tausenden iberischen Wasserfröschen, die besonders in den Abendstunden eindrucksvolle Konzerte veranstalten. In einer ruhigeren Ecke scheinen an der Wasseroberfläche winzige Quecksilbertröpfchen zu treiben. Es sind Taumelkäfer, die an mikroskopisch kleinen Härchen einen Luftvorrat mit sich tragen. Ihre Augen sind in zwei Hälften geteilt, sodass sie über und unter Wasser hervorragend sehen können. So kann ihnen auch der räuberische Rückenschwimmer kaum gefährlich werden. Die Reiter haben den schmalen Uferstreifen mittlerweile verlassen, sodass sich auch der Sandläufer wieder aus seinem Versteck wagt. Die Sonnenwärme ist auch für ihn der lebensnotwendige Treibstoff. So nach und nach besetzen die Schildkröten jeden freien Stein. Die Populationsdichte hier im Nationalpark Monfragüe ist beeindruckend. Gefahr droht ihnen jedoch aus einer anderen Richtung. Die winterlichen Regenfälle fallen immer spärlicher aus und manch ein Gewässer soll im Sommer gänzlich austrocknen.